بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. So kommen wir zum Kurzkapitel. فصل النار في الدنيا تخاف من نار جهنم. Das Feuer im Diesseits fürchtet sich vor dem Nar Jahannam, vor dem Feuer Jahannams. So sagt der Autor, وَهَذِهِ النَّارُ الَّتِي فِي الدُّنْيَا تَخَافُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمُ. Und dieses Feuer hier im Diesseits, was wir kennen, Feuerzeug, anzünden, Grill, glühende Kohle, dieses Feuer fürchtet das jenseitige Feuer. So überliefert Anas ibn Malik, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ لَجُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنْ نَارِ جَهَنَّمْ. Dieses eures Feuer, هَذِه, dieses, zeigt drauf, هَذِهِ, dieses Feuer, was wir kennen, ist nur ein Teil von 70 Teilen des Feuers von جَهَنَّمْ. وَلَوْلَا أَنَّهَا أُطْفِئَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَنْ تَفَعْتُمْ بِهَا. Subhanallah. Und wenn dieses Feuer nicht zweimal gelöscht wurde, gekühlt wurde, utfi'at bilma'i marratain, zweimal, dann würden wir davon nicht profitieren können. Weder Grill noch Kohle, es wird sofort alles abfackeln. So gewaltig war es. Aber es wurde zweimal abgekühlt. Wir kommen noch dazu, dass es mit Ozeanen abgekühlt wurde, etc., damit wir davon profitieren. Wildes, tollwütiges Feuer ist es eigentlich. Es wurde abgekühlt, 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 damit wir davon heutzutage profitieren. Subhanallah. وَإِنَّهَا لَتَدْعُ اللَّهَ أَلَّا يُعِيدَهَا فِيهَا. Und das Feuer selbst bittet Allah, lass mich nicht zurück zu ihr. Denn ich bin ja ein Teil von Jahannam, von 70. Es wurde nur abgekühlt, damit wir davon profitieren. Und jetzt bittet sie ja Allah, lass mich nicht zu ihr zurück. Subhanallah. Überliefert in Sunan von Ibn Majah. Ihr werdet finden, dass viele Hadithe, Ermahnungshadithe etc. schwach sind. Warum haben die Gelehrten ihre Bücher damit gefüllt? Ganz einfach, es kommt nicht auf die Schwäche an, es kommt auf die Ermahnung an, die passiert in deinem Herzen. Und wir wissen wirklich nicht nur das, was überliefert wurde. Hölle wissen wir nicht alles. Allah, es ist nicht alles überliefert worden. Es ist nur das überliefert worden, was Allah uns berichtet hat. Genauso wie das Paradies. Es gibt Dinge, die haben wir nie gehört und nie gesehen. Und hier geht es so um die Ermahnung. Auch wenn ein Hadith schwach ist, der ist trotzdem ermahnend. Da. So. Und dann sagt er hier, er ist zwar schwach in Sunan von Ibn Majah, aber mawqufan ala Anas. Also es wird, die Aussage wird Anas zugeschrieben. Und Anas kennt das Verborgene nicht. Also spricht er nur über das, was er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat. So. Und Al-Hakim überliefert in seinem Al-Mustadrak folgendes, dass Anas ebenfalls überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dieses euer Feuer, was ihr hier seht, ist ein Teil von 70 Teilen vom Jahannam-Feuer. Walawla annaha rumisat fil bahri marrataini man tafa'tum biha abada. Und wenn dieses Feuer nicht zweimal eingetaucht werden würde, im Bahr, im Ozean, würdet ihr davon nicht profitieren können. Das heißt, ein Teil von Jahannam wurde genommen, zweimal in den Ozean und danach erst können wir davon profitieren. Subhanallah. Waymullah, Schwur, bei Allah. In kanat la kafiyah. Es würde schon reichen. Dieses Feuer, dieses Stück, was wir haben, reicht natürlich. Schau dir Waldbrände an, Hausbrände,
Verbrennungen, wie viel Grad es einer erlebt, aufgrund nur vom diesseitigen Feuer. Wie sieht es aus, wenn wir dieses Feuer nochmal 70 Mal verstärken? Allahu Akbar. Man kommt es kaum zu nah und du schmilzt. Und so wird es auch überliefert, dass die Höllenbewohner, kaum nehmen sie einen Becher, schmilzt ihre Hand und ihr Gesicht. Brauchst gar nicht zu brennen, von der Hitze schon. Und wir kommen noch dazu, dass wenn das Feuer im Osten wäre, das Gehirn brodeln würde, wenn jemand Westen, Osten, auf jeden Fall auf der anderen Seite stehen würde. Wenn das Feuer in der Hölle, das Höllenfeuer im Osten aufgehen würde, dann würden die Gehirne brodeln, alle, die im Westen wären. Und wie sieht es da mit einem aus, der drinnen in ihr ist tatsächlich und niemals stirbt und immer wieder diese Qual spürt? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nur der Tawhid rettet davor. La ilaha illallah. وإنها لتدعو الله وتستجير الله ألا يعيدها في النار أبدا. Schau mal, sie bittet Allah, sie macht Dua. وتستجير und sucht Zuflucht bei Allah. Lass mich nie wieder zurück zu ihr. Subhanallah. Ibn Abi Dunya in seinem Buch Eigenschaften der Hölle überliefert. Lamma ulqiya Ibrahim finnar, als Ibrahim ins Feuer geworfen wurde, auch Allahu ilayha, hat Allah dem Feuer offenbart. La in darraytihi aw adaytihi لَأَرُدَّكَ إِلَى النَّارِ الْكُبْرَى. Als Ibrahim ins Höllenfeuer geworfen wurde, sagte Allah zum Feuer, wenn du ihm Dur, Schaden zufügst, oder Leid, dann werde ich dich zurück in das große Feuer bringen. Gemeint ist Höllenfeuer. فَخَرَّتْ مَغْشِيًا عَلَيْهَا. So ist das Feuer, mit dem Allah gesprochen hat, 3 Tage in Ohnmacht gefallen. La yantafi'u an-nasu minha shay. Bishay. Die Menschen konnten 3 Tage lang nicht mehr vom Feuer profitieren. Lam yabqa yawma idhin narun fil ardi illa tafi'at. Falam yantafi' fi dhalika al-yawmi binarin fil 'alam. Auf der ganzen Welt konnte man vom Feuer nicht mehr profitieren, weil Allah ihr gedroht hat, wehe, du fügst Ibrahim Leid zu und schadest ihn, bringe ich dich zurück ins Höllenfeuer, in das wahre Höllenfeuer. Dann ist sie in Ohnmacht gefallen, 3 Tage lang, und niemand konnte auf der Welt normal vom Feuer profitieren, weil es in Ohnmacht war. Allahu Akbar. Und Mujahid, nee, Moment. Genau, in Surat Ibrahim, Surah 21, Vers 69, sagt Allah, Bardan wa Salama. Also Bardan ist Kühlung und Salaman ist Unversehrtheit. Lau lam yakul Salama, lamata Ibrahimu min Bardiha. Hätte Allah nicht Salaman gesagt. Allah sagte ja, Kuni Bardan wa Salaman. Sei kühl, barden, wasalamen, Unversehrtheit, kein Schaden ihm zufügend, für Ibrahim. Hier sagt er, لو لم يقل salamen, hätte er nicht salamen gesagt, sondern nur barden, nur Kühlung, dann wäre Ibrahim gestorben aufgrund der Kälte. Aber dieses salamen, Unversehrtheit, hat ihn dann vor Eis und Hitze geschützt. Subhanahu wa ta'ala. Und Mujahid ibn Jabr rahimahullah ta'ala wa radiya an sagte ebenfalls, narukum hadhihi ta'awwadhu min nari jahannam. Das Feuer, das ihr kennt, sucht Zuflucht vor dem Jahannam-Feuer. So, dann sagt der Autor Kapitel Nummer 4
Und dann geht er hinein und es geht weiter. Das alles inshallah ta'ala dann beim nächsten Mal. Hadha wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alameen.